das. Nee. Hallöchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so funktioniert. Ich habe noch nie einen Screen Recorder benutzt. Es geht um diese Luca-App. Sag mal, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ganz ehrlich, für mich ist das eigentlich Schwachsinn. Ich habe diese App installiert, mal heute, weil ich heute mal wieder mit Großeinkauf und dann mal beim Bäcker wieder mal einen Kaffee untertrinken wollte. Und sonst habe ich immer diese Zettel ausgefüllt, aber das ist sowas von schweinenervig. Habe ich gedacht, naja, nimm mal die Luca-App, scheiß drauf, ist egal. Ich habe nach 10 Mal probieren, habe ich es aufgegeben. Es wollte nicht funktionieren und man braucht sogar noch Internet dafür. Ich glaube, es hackt oder was. Musst du mit dem Internet verbunden sein, damit du dich mit der Luca-App irgendwo registrieren kannst? Also, sorry. Kann die dämliche App das nicht so registrieren und wenn ich dann zu Hause bin mit WLAN, das dann irgendwo hinschicken, dass ich dann und dann da so lange war oder was? Was soll der Schwachsinn? Also ich finde diese Scheiße total bekloppt. Und darum mache ich jetzt hier Account löschen. Ja, Account löschen. Und werde diese Scheiße deinstallieren. Möchtest du die App deinstallieren? Jupp. Luca deinstalliert. So. Dann brauche ich den Schwachsinn nicht. Ganz ehrlich, dann schreibe ich irgendwie der Zettel und schreibe da irgendwie da drauf Max und Moritz in der Sesamstraße in Entenhausen. Meine Fresse, dann sollen sie mich mal am Arsch lecken. Wenn dieser Schwachsinn so nicht funktioniert, nirgendwo kannst du mal diesen Code, den man selber hat, scannen lassen. Die wollen alle, dass ich einen Code scanne, aber ich kann ja auch mit dieser Scheiß-App einen Code generieren. Niemand kann das Ding dann von die scannen. Das ist aber Blödsinn. Was soll der Spaß? Dann brauche ich den Mist nicht. Dann lasse ich das Handy auch wieder zu Hause. Ist mir dann egal. Dann schreibe ich Zettel und gut ist. Ich wollte. Eigentlich hatte ich noch vorgehabt, was zu fotografieren, aber das haben sie leider wieder abgebaut. Nur darum hatte ich heute mal das Handy dabei und wollte das dann mit dieser Luca-App mal machen. Nö, sorry. Also, meine Meinung darüber, Schwachsinn muss man nicht haben. Taugt nichts. Ich mache den Schwachsinn nicht mit. Tut mir leid. Sollen sich andere den Blödsinn antun? Ich nicht. Ich werde nicht zusehen, dass ich da noch irgendwo Internetverbindung habe mit gutem Signal, damit ich mich mit dieser blöden App da irgendwo anmelden kann. Das ist doch Schwachsinn. Na gut. Genug gemeckert. Ich hoffe, das Video hat hier hingehauen. Dann danke fürs Zugucken. Und das ist allein meine Meinung. Das könnt ihr gerne anders sehen. Also, tschüssi.